Preisverleihung in Wien. Berben und Böhmermann nutzen Gala für politische Töne. Wien. Politische Statements zucken sich wie ein roter Faden durch die diesjährige Verleihung der Romy-Preise in Wien. So nahm Schauspielerin Iris Berben den Preis für ihr Lebenswerk mit einem Plädoyer für Demokratie entgegen. Auch Jan Böhmermann nutzte die Gala für einen Seitenhieb. Der Satiriker Jan Böhmermann wurde bei der Gala in der Wiener Hofburg als bester deutschsprachiger Comedian ausgezeichnet. Er benutzte seinen Auftritt für einen Seitenhieb auf den politischen Rechtsruck in Österreich. Doch Iris Berben war der Star des Abends. Schon in der Laudatio machte ihr Kollege Peter Simonischek, Tommy Erdmann, klar, dass sie die Platin-Romy nicht nur für ihre Karriere verdiene, sondern auch für ihr zivilgesellschaftliches Engagement. Wir Künstler haben eine Stimme und ich finde, die müssen wir nutzen, sagte Berben in einer emotionalen Rede. Denn wir haben etwas zu verteidigen, unsere Demokratie, unseren Zusammenhalt, sagte der 68-jährige Star und verwies auf negative Entwicklungen in Europa und anderswo. Berben feierte vor 50 Jahren ihr Schauspieldebüt. Sie war seitdem in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen, Skatecoop, Das Erbe der Guldenburgs, Der Wagner-Clan, Eine Familiengeschichte, Traumfrauen, zu sehen. Elas MBAEK zum beliebtesten Schauspieler gekürt. Eigentlich hatte Böhmermann, Neo Magazin Royale, angekündigt, seinen Preis in einer Burka und mit 100 syrischen Flüchtlingen im Schlepptau entgegenzunehmen, als Reaktion auf Österreichs neurechtskonservative Regierung. Der 37-Jährige gewann zwar das von der Wiener Zeitung Kurier organisierte Online-Voting in der Kategorie Show-Unterhaltung. Doch die Provokation blieb er dann schuldig. Ich habe sie angelogen von vorn bis hinten, sagte Böhmermann dem Publikum. Sie wurden von einem unseriösen, findigen Populisten hinters Licht geführt, wahrscheinlich zum allerersten Mal in ihrer Geschichte. In der Kategorie beliebtester Schauspieler im Fernsehen oder Kino bekam Elias MBAEK, Fadjot Ogöte, die meisten der insgesamt 200.000 abgegebenen Stimmen. Die Schauspieler Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau bekamen eine Romy für ihre ARD-Krimiserie Rupert und Staller. Für die Romy waren 31 TV- und Filmstars in 6 Kategorien nominiert. Die mit 24 Karat Gold veredelte Statuette wurde zum 29. Mal verliehen. Sie ist nach der österreichischen Schauspielerin Romy Schneider benannt, die dieses Jahr 80 Jahre alt geworden wäre. Hier geht es zur Bilderstrecke. Das war die Romy-Preisverleihung 2018 in Wien.